Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem absoluten Chaos der Grausamkeit. In Stillwake the Deep, Ladies und Gentlemen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch eine zauberhaft schöne Folge. Ich krieg langsam ein bisschen Hunger. Das heißt, ich könnte auch noch hangry werden, wenn dieses komische Tentakelteil hinter uns her ist. Wir haben es in der letzten Folge gesehen. Es war abscheulich, abstoßend, zugleich auch sehr, sehr faszinierend. Wir müssen jetzt an Deck gehen. Also pass auf, Aufgabe ist, überquere das Deck, um zum Heliport zu gelangen. Das hatte uns Derek ja gesagt. Problem ist, der Bree, der im Kühlhaus sitzt, hat Probleme mit seinem Insulin. Der will parallel in die Wohneinheiten laufen. Ich fürchte ja, wir werden oben am Heliport ankommen und werden durch irgendwas, Nachricht oder whatever, wieder zurück in die Wohneinheiten müssen. Irgendwie so in die Richtung. Also es ist noch nicht vorbei. Und genau damit wünsche ich euch viel Spaß. Ob wir das Ganze überleben werden, werden wir auch feststellen. Wir gehen jetzt raus. Es wird mal wieder ein bisschen hell. Hoffe ich. Und zerfallen. Da, zauberhaft. Ach, ist das toll. Und hier sind einfach so viele Container auch, ne? Ach, ja, in sich stürzt hier alles zusammen. Ich würde jetzt mal den Weg vielleicht wählen. Mit den Gasflaschen hier ist auch nicht so geil. Aber hört ihr die Töne? Gott, das ist so bodenlos. Naja, du hast es ja schon gesehen, aber vielleicht war das auch nur eine Form. Aber das hört sich größer an. Das hört sich an... Das hört sich viel größer an. Den Aufzug finden. Boah, vor allen Dingen, guck mal! Ist sie runtergefallen und dann so zerbeult, weil so, dass so eine Dinger so aussehen? Ich habe keine Ahnung, Leute, ne? Ich habe einfach keine Ahnung. Ich laufe jetzt immer wieder intuitiv, aber irgendwie gefühlt. All personnel, this is an evacuation order. Because I wasn't clear enough the first time. That means get to the Rennt! Now. It's your responsibility to get there and we will be leaving with. Oh, wir kommen an und er fliegt weg. Wir kommen an und er fliegt weg. Ich sag's euch. Wir kommen an und er fliegt weg, weil wir nicht schnell genug sind. Oder weil wir den Typen holen müssen. Ach, Leute, sowas wird passieren. Müssen wir am Feuer vorbei? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, ist doch schon wieder Mist. Ich laufe bestimmt falsch. Na, das sieht ja auch sehr sympathisch aus. Disco. Also hier wirst du definitiv gegrillt, wenn du da langläufst. Aber das wollen wir nicht, also laufen wir drumherum. Hier ist eine Tür ohne Klinke. Ah, wer hat die Klinke abgerissen? Hier ist ein Telefon? Nee, was ist hier? Ah, Strom! Perfekt, Strom abschalten. Oh, ist die Maus, Ende im Gelände. Mal ein bisschen oder laufe ich noch entspannt? Eigentlich wir sparen mal Kräfte. Es sieht trotzdem noch so scheiße aus, wenn du die Kabel so wackeln siehst, ne? So viel zu, wir sind im Hellen. Bitte was? Das schreit doch schon, töte mich. Vor allen Dingen hast du hier überall wirklich brennbare Sachen. Was? Öffnen? Öffnen? Stand hier öffnen? Ach so, bei der Tür, ne? Fucking thing's locked. Yeah. Ach so. Ich dachte gerade, es ist irgend so ein Tentakel, ne? Nix Tentakel. Das, muss ich es jetzt irgendwie beiseite schieben? Wir können auch Sachen zur Seite schieben, ne? Ach, ich kann nichts greifen. Hier oben rüber vielleicht? Wo muss ich denn hin? Da lang vielleicht? Oh, wow. Oh, Christ. Au! Umschauen. Oh, Sunil. What the fuck happened here? Ich höre es aber immer noch irgendwie, Leute. Das gefällt mir nicht, ne? Die gehen auf jeden Fall komisch. No, no, no! Help me! Jesus! Dobby! What the fuck? Das ist so groß! Ich hatte immer noch dieses kleine Ding irgendwie im Kopf. Alter, was zur Hölle? Da war einfach so ein Tentakel natürlich weggesnackt. Oh mein Gott.
Das passt auch zu den Geräuschen. Ich habe schon überlegt, welche Dimension muss das Teil haben. Alter. Und wir laufen einfach so fröhlich durch die Gegend. Naja, wir sind jetzt in dem Käfig hindurchquetschen. Aber doch nicht hier. Niemals. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ne? Der wird uns ja auch riechen. Also ist halt die Frage, was für Sinnesorgane hat dieses Teil? Muir ist ja auch ein Name. Muir. Cass. Jesus, Ennis. Ah! What are you doing up there? That thing will see you. That thing. It's Muir, Cass. It's fucking Muir. Muir. Jesus. Aber Muir ist doch ein Mensch gewesen. Ihr werdet nicht gerannt. Christ. I don't understand, Cass. Listen, we have to get to the helipad, all right? I tried talking to him, but he came for me. Like, he didn't care me at all. It's no him anymore, Innes. There's nothing we can do but leave. Save who we can. You're right. Welcher Rest? Da wird doch nicht mehr viel übrig sein. Don't let anyone leave. Then we need to get past him. All right. I'll see you there. But hey, then he'd be a hero if he hears me, all right? And then don't let him hear you. See you at the lift. Also es gibt noch gelegentlich mal so eins bei Überlebende. Das ist gut, weil wenn dieses Teil die anderen erstmal wegsnackt, kann ich versuchen, irgendwie hier durchzukommen. Ich höre deinen Herzschlag. Ich will's ja gerne ein bisschen sehen, ne? Ey, das Tentakel hier bestimmt rein. Wir müssen safe aufpassen, dass wir immer irgendwie in Deckung bleiben. Hier wird's jetzt gefährlich. Hier wird's jetzt richtig gefährlich, weil dieses Ding da einfach ist, ne? Wie soll ich denn da rüberkommen? Und vor allem, wo soll ich hin? Aber wenn es meinen Herzschlag hört, würde es ja jetzt nicht aufgeben und weglaufen. Vor allem, es sieht immer so aus, als würde er sich mit den Tentakeln an irgendwelchen Punkten festhalten. Oh mein Gott, ist das hässlich! Das schwabbelt aber ganz schön. Also ist jetzt kein sexy Body, aber ist ja auch mal eine Kreatur, die zu erdenken und erschaffen, dass sie so wabbelig hässlich aussieht. Okay, ich glaube, wir müssen schnell sein. Und schnell immer irgendwelche Sachen über uns, unter uns haben, dass es uns nicht kriegen kann. Es will uns essen. Ich möchte das nicht. Wo kann ich denn hinlaufen? Ich weiß nicht. Geh weg! Ich schmecke nicht. Kann ich da irgendwo lang? Umschauen. Das war mal jemand. Wo will ich mich denn hier umschauen? Hier ist doch nichts zum Umschauen. Aber durch sowas wird der ernährt, ne? Siehst du das? Der ist schon richtig ausgesaugt. Guck mal, der Hals, das sieht richtig trocken aus. Als würdest du die komplett aussaugen. Aber dann müsste dieses Teil ja auch in Verbindung noch mit diesen Zellen stehen. Ich nenne es jetzt einfach mal... Ja, wo muss ich denn hin jetzt? Darüber. Nein, runter. Ja, so genau müssen wir jetzt vor uns. Gott! Die Abartigkeit. Aber macht's nicht kaputt jetzt hier. Ich hab's mir anders überlegt. Okay, macht's bloß nicht kaputt, ne? Was ist denn jetzt? Ich mach doch nicht eine Krise. Und jetzt würde ich hier nach links runterlaufen. Ich muss halt gucken, dass wir immer irgendwie geschützt sind und irgendwas über uns haben. Ja, dir ist nicht mehr zu helfen. Entschuldigung, dich kann man nur noch töten. Oder verhungern lassen. Ich glaube, verhungern lassen ist das Beste. Aber wenn dieses Ding hungry wird, oh mein Gott. Und jetzt weißt du, warum hier auch alles zerstört ist. Okay, schnell.
Ja, und so von Ecke zu Ecke. Ich glaube nämlich, wir müssen da drüben auch noch weiter. Guck mal, hier brennt's. Da hast du gleich die Grillmenschen. Zauberhaft, oder? Heute rennt niemand weg. Dann morgen. Dann warte ich hier bis morgen. Aber wo genau laufe ich denn jetzt hin als nächstes? Oh, es ist so grausam. Gott, geh weg! Wobei ich ja eigentlich schon gucken möchte. Schnurrt auf jeden Fall wie eine Raubkatze. Gott sei Dank haben wir hier keinen Tag-Nacht-Wechsel, ne? Stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier noch Dunkelheit. Alter, renn da nicht so viel rum. Das verbraucht einfach unnötige Energie. Das weißt du. Energie, die du beschaffen musst. Ah, jetzt kommt sie da rüber. Guck mal, das ist ja echt hässlich. Vor allem sieht das aus, als hätte es unten irgendwie noch so einen Haken dranhängen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Biologisch kann ich es einfach nicht beschreiben, was da vor sich geht. Schnell, 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 schnell. Gott, Gott, Gott. Oh, es ist so hässlich. Oh, ich kack mir gleich ein. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Laufe ich im Kreis? Kann mir jemand sagen, ob ich im Kreis laufe? Ich komme voran, aber irgendwie... Nein, ich komme nicht voran. War ich hier schon mal? Ich weiß es nicht. Es ist einfach über mir. Es wartet hier. Warum wartet das jetzt hier? Aber wo lang laufe ich jetzt? Ich sehe halt nicht, wo der nächste Step ist, ne? Um die Ecke rum? Ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll, weil es jetzt gerade so neblig geworden ist. Scheiße. Ich weiß nicht, wo lang. Da, da, durch, durch, durch. Bin ich jetzt nicht sicher in dem Ding drin? Ja. Ah, oh, das tentakelt nach mir. Es ist drin. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Chill, mein Freund. Wenn ich jetzt auch ausrasten würde wie du. Boah, das ist echt bodenlos, weil das so schräg nach oben ist, ne? Aber ich kann meinen Herzschlag auch nicht ausstellen, den es ja offensichtlich hört. Vielleicht hat das einfach nur ein krasses Gehör und hört Herzschläge. Das sind, ist der, die Sinneswahrnehmung. Gehör. Und deswegen vielleicht auch mit Rumschreien. Es ist vielleicht einfach hochsensibel, was Geräusche betrifft. Also es kann nicht irgendwie riechen oder sowas. Vielleicht auch nicht sehen. Es kann nur hören. Das heißt, theoretisch könnten wir dann auch immer Licht machen. Wie ist das jetzt passiert? Ich fühle mich hier ganz schlecht, ne? Ich fühle mich hier nicht gut. Aber laufe ich jetzt hin? Wo laufe ich jetzt hin? Ich muss da drüber laufen, ne? Aber könnte er jetzt hier rein, Tentakel? Ich habe halt Angst, dass ich jetzt irgendwas verkacke und wir müssen das alles normal machen. Da hätte ich ja jetzt keinen Bock zu und keinen Nerv, ne? Jetzt muss ich kurz abwarten, der ist jetzt schon wieder in der Nähe. Ist halt auch ganz schwierig zu hören, wo dieses Teil gerade drumherum ist, ne? Naja, okay, das ist offensichtlich, dass es irgendwo oben drüber ist. Meinst du, es sind irgendwelche Programmierfehler oder dieses Ding kann wirklich durch Metall so durch? Definitiv nicht sympathisch, das Ding, ne? Aber wenn es Tentakel hat, kann es halt auch eine echt große Reichweite damit überbrücken und dich bekommen, ne? Das ist wie so eine Peitsche. Das Tentakel dich dann irgendwie ran. Frage ist halt nur, ich habe jetzt nichts gesehen. Ich habe jetzt nichts gesehen, was uns hilft. Müssen wir da langlaufen? Rein? Ja, hier. Rein. Oh Gott. Aber es war richtig, oder? War richtig? Hat es mich? Nee, es war richtig. Wow. Alter, das war knapp.
Alter, das war knapp. Aber es ist jetzt erstmal weg. Ich höre den Heli. Es hat nur gesagt, ihr Bastard, und dann war es weg. Vielleicht durch den Heli? Oh, das war eine richtig gut gemachte Szene, ne? Aber wo muss ich jetzt lang, ist die Frage. Where I have to go? Ah. Ja, natürlich. Mal wieder an der Seite hier lang. Schlawenzeln. Jesus. Wo ist denn der Aufzug? Ich sehe keinen Aufzug. Das ist der Lift. No way. What? Hier? Ich finde es halt richtig toll gemacht, dass wir einfach hier jetzt ja so eine sehr, sehr unnatürliche Gegebenheit haben und sehr, sehr wirre Gegebenheit haben. Christ, Dobby. Ja, das feiere ich an diesem Spiel wirklich, weil das macht es nochmal skurriler. Da ist der Fahrstuhl. Ja, dahin ist die Frage. Aber ist dieses Ding da jetzt noch? Irgendwas hat es verschreckt auf jeden Fall. Oh, ich komme hier halt noch nicht hin. Also ich höre es noch. Es ist auf jeden Fall logischerweise noch da. Ich komme hier nicht rüber. Irgendwie habe ich ein Problem, hier rüber zu kommen. Seht ihr das? Ist vielleicht doch falsch. Ich laufe mal zurück. Aber hier komme ich ja nicht durch. Sieht auch nicht aus, als würde ich hier nochmal zurückkommen. Ich finde den Ausgang nicht. Oder so was Sprungtechnisches, was ich nicht hinkriege. Also das Teil leidet. Vielleicht hast du auch einfach nur Hunger. Da müssen wir hoch, Leute. Aber irgendwie komme ich hier in dem ganzen Dreck nicht vorbei. Irgendwas übersehen? Aber hier ist doch auch zu. Zu. Ah, deswegen kam ich nicht hoch. Ich musste runter, durchklettern. Habe ich gerade gesagt, das ist gut gemacht? Ja, irgendwie ja schon. Warum ist meine Lampe aus? So, manchmal funktioniert meine Lampe nicht. As you can see. Spielfehler oder Absicht? Ich fürchte ja, wenn wir da jetzt rausgehen, kommt dieses Teil wieder auf uns zu, ne? Welle 2. Ist nicht tot. Da hast du nie gedacht, dass das Ding tot ist. Aber vor allen Dingen die Dinger, glaube ich, die wir jetzt suchen, sind schwieriger zu erkennen. Ist es jetzt über uns? Müssen wir jetzt hin? Was habe ich getan? Guck dich an. Dann stell dir die Frage nochmal. Ich bringe euch Liebe. Und ich krieg Hunger. Warum kriege ich bei so einem Tentakelteil Hunger? Ist auch krank. Ich habe nichts zu essen da. War das der Typ, wo ich gesagt habe, lass ihn hängen? Mach keinen Lärm. Der hört Geräusche. Der hört einfach Geräusche. Oh, da war doch ein schreiendes Baby. Da waren Gelange an Muir vorbei zum Besatzungsaufzug. Okay, das wird jetzt, glaube ich, auch wieder was, was nicht so einfach sein wird. Mach keinen Lärm. Der ist also sehr audiosensitiv. Aber dann wird ihn vermutlich auch der Hubschrauber, das, die Geräusche so ein bisschen verstecken. Aber ich finde es gut, dass wir hier einen Speicherpunkt haben. Christ, Dobby. Aber keinen Lärm machen. Heißt, wir sollten halt möglichst auch langsam durch die Gegend laufen. Weil je langsamer und leiser wir uns bewegen... wo lang. Also nicht rennen. Ganz langsam klettern.
Könnte man sich hier verstecken? Nein. Wir müssen jetzt erstmal langsam ausspähen, wo wir hin müssen. Hier rein. Okay, perfekt. Siehst du? Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht anlocken. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht anlocken. Frage ist, meinst du, wir kommen hier jetzt irgendwie lang gekrochen? Ich würde es probieren. Ich würde mich ganz... Guys. Oh. Christ. You alright? Can you get out? No. Muir was coming at me. I just froze. I didn't care how I got myself in here, but the cargo hoist came down and we're right crabs in a creel now. Are those the hoist controls behind the fence? Maybe I can shift it. All right. You're a good lad, Kaz. Oh Gott, nicht niesen. Das stört. Es hasst Geräusche. Bitte, es niest jetzt keiner. Ja, ja, Entschuldigung, ich kann gerade nicht. Oh Gott, stell dir vor, du hast eine Erkältung und musst da flüchten. Aber muss die ganze Zeit niesen. Das wäre eine sehr ungünstige Situation. Äußerst ungünstig. Stell dir vor, du bist gerade in so einem ganz schwierigen Moment und dann plötzlich fängst du an zu niesen und dieses Teil kriegt dich dann, boah, ne? Aber ich hatte den Eindruck, wir müssen jetzt einfach nur leise sein. Aber was genau war jetzt seine Mission? Hole den Lastenaufzug nach oben. Ah, toll. Aber wenn es ihn getroffen hat, ist ja halt auch die nächste Frage. Okay, wir müssen leise sein. Leise, 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 leise. Leise, leise, leise. Wirklich alles komplett leise hier jetzt. Und du hast ja überall so eine Nische, die wir wirklich ausnutzen sollten. Okay, jetzt ist es da. Also wenn ich aus meiner Einsamkeit heraus so einen machen würde. Auch wenn ihr da draußen einsam sein solltet. Es hat bei mir tatsächlich wirklich lange gedauert, um diesen Zustand zu akzeptieren. Ich sage immer, ich durchlebe das, was manche vielleicht erst mit... mit 70, 80 vielleicht erleben. Habe ich jetzt in meinem Alter schon. Brauche ordentlich was an Kopfarbeit, um diesen Zustand auch zu akzeptieren und für sich selbst auch als was Positives zu sehen. Und mittlerweile bin ich völlig fein damit. Außerdem habe ich euch, also ich bin ja nicht komplett einsam. Ich habe euch ja. So, ne? Und wir haben dieses Ding da vor uns, um jetzt uns mal auf das Wesentliche wieder zu konzentrieren. Boah, guck mal, das bewegt sich geil. Das rollt so rüber. Also, es ist schon sportlich unterwegs, das Ding. Aber wo ist jetzt der nächste Spot? Wir müssen jetzt hier rüber. Ich weiß halt nicht. Ich probiere leise zu sein. Leise, 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 leise. Da runter, da runter, da runter. Hilfe! Also die Frage, kannst du dem noch helfen? Ist dem noch zu helfen? Ich weiß es nicht. Also hier wäre eine Rampe. Aber hier haben wir auch noch immer ganz gut geschützten Bereich noch. So, das wird jetzt ordentlich Lärm machen. Da müssen wir uns bewusst sein. Das Teil wird Lärm machen. Aber ich soll doch hoch, oder? Und jetzt? Aber sie ist doch hoch. Das ist laut. Ja, 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 ist richtig laut. Das wird dieses Ding ja todesstören. Was, das holt das Safe runter jetzt gleich, ne? Es ist ja richtig so Godzilla-Vibes. Der andere berät. Bleibe ich jetzt hier? Was ist meine Mission? Renne zum Besatzungsaufzug. Renne. Aber rennen heißt schnell, ne? Oh, Leute, habe ich da jetzt Bock drauf? Aber rennen heißt hier über die Rampe, ne? Rennen heißt wirklich rennen, aber rennen ist laut. Fuck. Aber kriegen wir das vielleicht hin, dass es uns nicht sieht? Ich probiere es mal leise. Auch wenn Mission heißt Rennen. So schon mal nicht. Also das Letzte, was man sieht, ist ein Baby.
Aber es heißt ja, wir müssen oben drüber. Okay, warte mal. Vielleicht bin ich den Weg auch falsch angegangen. Vielleicht müssen wir einfach nochmal zurückkrabbeln. Mal gucken, dass es uns hier jetzt nicht raustentakelt. Aber das wäre ja der Weg zurück. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir nicht zu laut sind. Geräusche ist jetzt die Devise. Aber wo ist denn der Aufzug? Das wird jetzt, glaube ich, gar nicht so easy. Vor allem, guck mal, der Nebel zieht sich immer weiter zu. Kann ich einen Blitz kommen und dieses Ding einfach grillen? Das wäre doch auch eine Lösung. Einfach vom Blitz getroffen. Zack und weg. Aber es ist richtig gut gemacht. Ist wirklich gut gemacht. Aber es ist richtig eklig, ne? Ich habe keine Ahnung, wo lang, Freunde. Da. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hier ist die Ecke. Aber können wir hier jetzt noch weiter? Nee, wir können nur in das letzte Loch reinkrabbeln. Der mag halt keine Geräusche, glaube ich. Wir müssen einfach auf Geräusche aufpassen. Nehmen. Ah, wait. Ich hänge halt hier jetzt ganz komisch. Guck mal, ich hänge halt hier jetzt ganz komisch in der Luft. Wo ist denn jetzt der Schraubenschlüssel hin? Da. Ich glaube, wir müssen nach da. Wenn ich dieses Ding jetzt einfach mal in die Richtung werfe. Over there. Good light. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Hat es ihn jetzt? Das Ding, können wir hier nach links oder nach rechts? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Aber wir müssen da hoch. Aber wie kommen wir da hin? Ich sehe halt überhaupt nichts. Wir sehen nichts. Hätten wir da links irgendwo eine Versteckmöglichkeit? Guck mal, da ist doch was. Ah, guck mal, die gelben Zeichen. Dieses gelbe hier, das Zeug, zeigt uns an, wo Versteckmöglichkeiten sind. Das heißt, wir versuchen da jetzt rein. Könnte das jetzt richtig sein? Guck mal, wir haben auch hier jetzt wieder was zum Werfen. Zum Ablenken. Wir haben was zum Werfen und Ablenken. Ah, fuck. Better check. Hey. Und jetzt da lang. Aber ist das nicht der gleiche Weg? Sind wir jetzt nicht im Kreis gelaufen dann? Wir sind im Kreis gelaufen. Die Tentakel reichen einfach unfassbar weit. Warte, schnell rüber, 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 rüber. Ich bin die ganze Zeit am Krabbeln, ne? Aber hier waren wir doch schon mal. Guck mal, an die Stelle erinnere ich mich. Scheiße, wir sind im Kreis gelaufen. Wir sind einfach im Kreis gelaufen. Mist. Fuck. I can't get there. Kreis gelaufen. Mist. Mist. Aber dann müssen wir da in die Richtung. Kann ich sie nicht? Irgendwie gibt er mir auch so ein bisschen Jabba the Hutt Vibes. Was euch vielleicht schon mal ein bisschen vorbereitet auf Star Wars Outlaws. Denn da sind die Hutten eines der Syndikate, mit denen wir zu tun haben werden. Freue ich mich ja tatsächlich schon sehr drauf. Ich hoffe, Ubisoft hat es nicht verkackt. Nein, ich war zu langsam. Nein, ich war zu langsam. Aber bis jetzt muss ich sagen,
das läuft. Finde ich. Come on, Ennis. Läuft doch gar nicht so schlecht. Also er hätte mich jetzt durchaus auch öfter schon wegtrappen können. Vielleicht kann ich auch ein bisschen mutiger sein, das kann durchaus sein. Aber ich habe den Eindruck, es läuft doch gar nicht so schlecht. Siehst du, wenn wir zu laut sind, kriegt er uns schneller. Ja, ja. Oh, das war auch eine Versteckmöglichkeit. Die sah gar nicht so offensichtlich versteckt aus. Aber es muss dann so der Weg sein. Wow, der sich jetzt am Container fest. Und deswegen weiß ich, warum hier auch alles so kaputt geht. Und zwischendurch hat er immer noch so seinen inneren Zwist mit sich selbst und der Transformierung, die er macht. Hör auf deine innere Stimme. Hör auf den Menschen in dir. Versuche ich dieses Ding gerade zu bekehren? Also ich glaube ja, ein Exorzist wird uns an dieser Stelle definitiv nicht mehr weiterhelfen. Aber was ist der geeignetste Punkt, um loszulaufen? Na, dieser jetzt nicht. Es ist richtig widerlich, ne? Sollte doch ein Exorzist holen. Vielleicht sollte ich es einfach da in die Richtung mal werfen. Ach, Fogg! Du Hässlern! Jetzt habe ich langsam auf die Stelle keinen Bock mehr. Aber wir müssen doch hier lang laufen. Oh, da kommt er auch rein. Ach Mist. Wichtig ist natürlich hier einfach einen grünen Kopf zu bewahren. Ich nehme das Ding jetzt mit. Ich nehme es mit, ich nehme es mit, ich nehme es mit. Die, also die Käfige über mir, die sind echt gut. Jesus. Come on, Muir, off you go. Brauch aber auch wirklich ein bisschen, bis es drauf reagiert, ne? Aber er weiß einfach, wo ich bin. Warum weiß dieses Ding, wo ich bin? Weil es meinen Herzschlag hört, ich weiß. Warum kann es das? Ich hab's doch hier letztens über den Weg gemacht. Ja, guck mal, der Weg ist viel kürzer. Ducken! Aber wie weiter? Wie kommen wir hier weiter? Das ist wirklich eine Situation. Weil den Weg, den andersrum, den Weg, den haben wir ja schon ausgespottet. Das ist es. Aber ich sehe hier jetzt auch nichts. Ich muss an die Richtung. Da ist ja der Fahrstuhl. Wie komme ich an diesem Teil vorbei? So zerbröselt der Keks oder auch die Bohrinsel. Aber jedes Mal, wenn ich... Also wir wissen jetzt, wir müssen directly straight laufen. Da kommen wir hier, ne? Guck mal, wo ist so ein bisschen Käse. Dann würde ich es jetzt einfach hier mal mitnehmen. Was muss denn hier aber? Ah, ducken, 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 ducken. Perfekt, perfekt. Wow, wow. Wait, der kann hier durch tentakeln. Ich hab Angst. Mutti. Weg! Ah. Wo lang? Links oder rechts? Ich glaube eher nach da. Geh weg! Geh weg! Du kriegst mich nicht zu essen. Ich schmecke dich. Zu alt. Ich glaube, es ist im Teil scheißegal.
To your base! Und beweg deinen schwabbeligen, was auch immer. Mist! Auf die letzte Sekunde! Ah, auf die letzte Sekunde wegtentakelt. Hätte ich länger warten sollen. Vielleicht. Ach, nö! Fuck das, Leute. Aber wir wissen jetzt, wie wir ein Stück weiterkommen. Ach, dreckiger Mist. Mist. Aber es ist einfach straight der Weg dann laufen. Ja, wobei, da habe ich ihn direkt in der Nähe, ne? Das ist auch blöd. So, an manchen Stellen glaube ich doch ein Ticken mehr Rennen. Nur das Ding ist, Rennen ist halt laut. Ja? Rennen ist laut. Mach so richtig schön Kopfschmerzen jetzt hier. So, er braucht ein bisschen, glaube ich, bis er drauf reagiert. Die Stelle ist richtig gottlos eklig. Die ist so richtig eklig. Wir müssen wirklich aufpassen, dass er hier nirgendwo reintentakeln kann. Du kriegst mich nicht. Geh weg. Geh weg. Da müssen wir schnell sein, weil du hast das, die Bodendings oder die Decken, die Deckenplatten. Gott, 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 Gott. 10 Arme Maria. Ist halt nur zur Hälfte. Da kann er uns dann raus tentakeln. Bin ich hier. Aber der rastet richtig aus. Ich muss warten, bis der noch weiter weg ist. Dieses hässliche Ding. Aber der kommt wieder nach. Das ist ein Problem. Ist er jetzt wieder drüber? Ich glaube, der hat jetzt einen ganz kurzen Weg zwischen hier und dort. Und wenn er dort ist, müssen wir loslaufen. Ja, ja, guck mal. Yes! Wir waren jetzt leise, ne? Ich hab's jetzt über leise gemacht. Vorhin bin ich gerannt, das war doof. So, jetzt ist halt das Ding wie heute. Halt gucken, weil hier ist wieder freier Himmel, da könnte er uns raustentakeln. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber das Gute ist ja überall, wir haben Farbwischspuren. Die Farbe bewegt uns vielleicht. Aber der hat ganz, ganz kurzen Bewegungsradius jetzt nur. Okay, hier ist Feuer. Ich sehe Feuer. Aber weiter ist die Frage. Hinlaufen. Da, wo das Feuer ist. Oder, aber da wäre wieder zurück, glaube ich, oder? Lass uns mal hier jetzt nochmal gucken, wie der Weg aussieht. Naja, wobei. Da ist ja hier dieses. Das Wellblech. Da ist ja so ein Wellblech. Und wenn wir jetzt hier nochmal rumgucken. Jetzt. Hätten wir da, siehst du, könnten wir da vorbeilaufen. Weil ich glaube, da, wo Feuer ist, kommen wir nicht. Ich glaube, wir müssen diesen Weg straight langlaufen. Das ist eine Maus, die einfach getrappt ist, ne? Und da oben ist die tentakelige Katze. Oder das hier ist Alien-Pisse. Das kann auch sein. Nein, das ist wahr.
Aber vielleicht ist es auch Alien-Schnodder. Das ist crazy, dieses Teil ist einfach alles crazy, ne? Ich weiß halt nur nicht, wie wir jetzt vorgehen. Das ist mein Problem. Ja, deswegen stehe ich jetzt nicht sehr lange. Aber man kann auch mal kurzes... Warum hast du jetzt eine andere Dynamik, du Ding? Okay, alles vibriert. Schlechtes Zeichen. Wir hören ja auch, dass der Charakter jetzt anders atmet. Aber ich habe auch nichts mehr zum Werfen, ne? Wie sollen wir da hinkommen? Ich habe es gewusst, dass wir hier jetzt Probleme bekommen. Oder wir probieren es einfach, um ein Stück weiter zu wissen, wo wir lang müssen. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Wir haben noch nicht so lange Folgenzeit, du scheiß Ding, geh doch weg jetzt. Musst du nicht mal kacken gehen? Vielleicht ist es das. Finde ich das klonig. Was ist hier? Mann! Mann! Wenn wir jetzt wieder in diesem Raum starten, dann raste ich aus. Ach, Mann! Fuck das, Leute. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang sollen. Mann, das ist doch frustrierend. Warum ist denn das so eine Kackstelle jetzt hier? Scheiß Arsch. Ui! Ui, ich hab's zu mir tentakelt. Das war jetzt falsch. Das war jetzt richtig falsch. Hello, beautiful. See it in your eyes. Das lässt jetzt keine Ruhe. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Scheiße. Wie habe ich das jetzt hinbekommen? Indem ich doof geworfen habe, ne? Und rumkrakeelt habe. Lauf vorbei. Komm, fang, mein Freund! Holst dir? Na, holst dir! Holst dir! Holst dir! Ist so, hat so Spielreiz vor allem mit diesen Tentakeln, ne? Das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, gezielt gewählt vom Spieldesign, weil ich glaube, es gibt niemanden, der so spinnenartige Wesen nicht eklig findet. Und dieses Geile ist halt, diese Tentakel sind so ein bisschen so wie Saugnäpfe. Die floppen sich halt überall so ein bisschen fest. Und das ist halt nochmal so von der Bewegung her. Du weißt halt nicht, okay, also es ist halt nicht so vorplanbar, okay, läuft jetzt in die Richtung, sondern es ist so, ja, so halb fluid irgendwie, ne? Und halb auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Rennen wir es ihm jetzt in die Arme? Also wir haben schon ein Ziel geschafft, aber ich habe halt keine Ahnung, wie weiter. Bodenlose Stelle, ne? See it in your eyes. Ah ja, ja, nu, ja, hier ist schlecht. Hier kann ich einfach reinlaufen. Ah, ich hätte gleich rennen können. Ich hätte gleich rennen können. Das nächste ist, glaube ich, auch rennen. Da dürfen wir gar nicht so. Da müssen wir rennen. Oder wir dürfen halt hier nicht zu lange bleiben. Vielleicht war das auch unser Fehler. Oder wir müssen halt doch nicht im Feuer. Kann ich das denn gelblich über mich halten? Das ist dann erstens gelblich. Knackt, nimmt hier so eine Tür über meinen Kopf. Oder mich in so einen Container rein. Irgendwas bauen. Nee.
schützt einfach hier durch. Wir haben da nicht mal eine Rüstung um uns. Gar nichts. Überhaupt nichts. Jetzt mach nicht so ein Radaues. Morgens um 8.38 Uhr. Bei mir zumindest. Hallo? Unachtsame Moment, ne? Also ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn wir es jetzt nicht hinbekommen, werden wir es aufs nächste Mal verschieben. Uah. Das ist echt eine Scheißstelle. Renne zum Besatzungsaufzug. Also ist halt wirklich bodenlos, ne? Ist wirklich bodenlos. Aber müssen wir den eigentlich jedes Mal nochmal neu starten? Nee, ne? Das ist auch echt scheiße. Aber weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ist das nicht der Lift, wo wir hin müssen? Besatzungs... Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Kann es sein, dass es vielleicht doch ganz einfach ist, dass wir es uns viel zu kompliziert gemacht haben? Ich habe mich gerade aus dem Augenwinkel gesehen, wo ich jetzt am Überlegen war, ob wir es nochmal neu ausrüsten. Also nochmal... Ach, da steht der Bray drin. Oh, das heißt, wir müssen hier hinter. Guck mal, hier haben wir ein rotes Wellblech. Komme ich hier um die Ecke? Ja. Oh, dann ist es vielleicht wirklich einfach nur langrennen. Oh, Leute, vielleicht habe ich mich döver angestellt, als es geht, als es... Okay, pass auf, dann... Oh, Leute. Oh, lauf, 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 lauf. Ach, Mann. Warum nicht gleich so? Why not gleich, Mann? Christ, no! Jesus! Ja, ist ein bisschen schlecht für ihn gelaufen. Aber ich hatte schon die Vermutung, als ich ihn dann durch dieses kleine Loch aus dem Container gesehen habe, dass der vielleicht für uns eher so wie ein kleines Futter fungieren könnte, was wir diesem Ding da hinwerfen. Ach, Leute, es tut mir so leid, dass ich mich so dumm angestellt habe. Und das sehe ich einfach dann aus dem Augenwinkel die Lösung. Und ich hätte jetzt wieder diesen Weg gewählt, ne? Ich wäre wieder falsch gelaufen. Ich war einfach auf einem völlig falschen Trichter, ne? Sympathisch. Ich drehe dich um. Wer willst du helfen? Archie! Renick! We have to give them more time! You told also, them to come! Wir haben auch gleich keine Folgenzeit mehr, sage ich euch gleich. Freunde, ihr müsst euch ein bisschen beeilen. And we are leaving. No. Wo ist denn hier Heli? Arrivals? Da oben, aber da kann ich ja nicht hin. Kann ich hier klettern? Warte mal, wie komme ich da hin? Runter? Muss ich wieder runter irgendwo? Ach, leck mich doch am Po, Alter. Wir haben keine Zeit. Ich sage es euch gleich. We have no time. Ist nach unten? Um nach oben zu kommen? Ach, no way through. Ich verstehe es schon wieder nicht. Nee, nee. Aber da kann ich nicht vorbei. Oder gibt es hier irgendwo einen Schalter? Ah! Das hat geblitzdingst. ja, warte doch. Entschuldigung. Ah, hier ist ein Stromkasten. Kann ich aber nicht benutzen. Da komme ich auch nicht vorbei. Komm, wir machen jetzt nicht hier. Kann ich den hier benutzen? Hä? Wie komme ich denn da hin? Komme ich da hier durch vielleicht? Hier wäre jetzt auch noch ein Ort. Aber hier... Oh, nicht schon wieder so eine Aktion. Ich habe es geahnt. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Oh, hier! Da! Da, da, da! Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben! Ich hab doch gesagt, der fliegt ohne uns weg. Der hat doch schön gewartet, dass er uns sehen kann und den hier machen kann. Gefangen! Voll! Und er wird safe auch keine Hilfe holen. Ey, weißt du, wie sad das sein muss? Du stehst hier oben. Christ. Come on.
Come back! Hey! Niemals. Da kommt jetzt bestimmt irgendwas. Der stürzt ab. Ich würde sagen, das, Ladies and Gentlemen, ist Karma. Entweder ist das Spiel jetzt vorbei oder wir haben vielleicht genau die Hälfte. I should have kept better than to let you two together. The two greatest minds of your generation united over a bucky. Nobel Prize Committee will be warming up their checkbooks already. You seriously think if you leave the country, this will all just blow over? No one's going to chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, you're not doing your best. What do you know about oil rigs, you roaster? I'm good with the lecky. Terrace houses, cars, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. We'll just let it cool down a bit. Then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking Skunner, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. You hear me? Wow. Aber muss man auch nachvollziehen, ne? Dass sie dann sagt, das ist vorbei. Oh, don't say that. I'm here. So, Folgenzeit, Ladies and Gentlemen. Fucking hell. Auch so ein Stichwort. I'm losing my mind. Ha! Schlimmer geht's nicht. Trophäe erhalten. Na, Mensch. No fucking more. Und was jetzt? Gute Frage, diese Frage. Geh wieder rein. Ich sage euch was jetzt, Ladies and Gentlemen. Jetzt ist unsere Folge vorbei. Wir hören dieses tolle Teil schreien und genau mit dieser Hintergrundatmosphäre werden wir den Armen jetzt erstmal im Regen auf dem Heliplatz stehen lassen, wo einfach nichts mehr so ist, wie es mal war. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid, wenn ihr hier seht, wie es weitergeht, ob wir die Bohrinsel noch mal rauf und runter kraxeln. Wir werden ja bestimmt irgendwie auch noch Ideen haben, wie wir irgendwie hier versuchen zu überleben. Vielleicht kommt ja auch irgendwer. Ich habe keine Ahnung, was hier noch passiert und was uns noch erwartet. Ich freue mich zumindest, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid und wünsche euch jetzt einen zauberhaft schönen Tag. Genießt ihn und seid ein wenig dirty dabei.